mir sicher, wir werden nicht nachlassen. Wir wissen natürlich, dass wir uns selbst schlagen können, wollen das aber vermeiden. Und natürlich ist die Champions League was Besonderes, aber die Priorität hat die Meisterschaft. Und wir haben uns eine gute Ausgangssituation geschaffen, aber jetzt müssen wir es auch dann nutzen. Es ist schon wichtig, einerseits auch ein Vorbild zu sein für kleine Kinder, die auch gern Fußball spielen. Natürlich mache auch ich Fehler in meiner Karriere, aber es gehört dazu. Und ich denke, Fußball ist mit Sicherheit mein Leben, aber es gibt schon noch ein Leben auch daneben und auch wie man sich benimmt und respektvoll umgeht mit anderen Menschen. Ich bin froh, wenn auch mal der Fußball vorbei ist, also wenn wir Winterpause haben oder Sommerpause oder einen Tag frei haben, dann gehe ich gerne mal spazieren an der Isar zum Beispiel oder im Englischen Garten, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, um dann auch wieder so viel Kraft zu haben, um mich dann auf den Fußball auch wieder so vorzubereiten und damit zu beschäftigen. Es steckt immer noch ein bisschen Kind in mir und das werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich 35 bin oder vielleicht auch ein bisschen älter, auch noch so in mir haben, aber es ist so die Mischung, die es eigentlich so ein bisschen ausmacht zwischen Seriosität, aber es gehört auch ein bisschen Spaß auch dazu und damit kann ich persönlich in meinem Leben dann mit bestimmten Dingen besser umgehen.